Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Versammlungsfreiheit. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme dritte Adventswoche. Im Grundgesetz ist festgelegt, dass alle Deutschen das Recht haben, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Die häufigste Anwendung dieses Artikels aus dem Grundgesetz findet Anwendung bei Demonstrationen. Was aber passiert, wenn Bürger mit einer konservativen Position eine Demonstration anmelden? Was passiert, wenn eine konservative Partei ihren Parteitag abhalten will? Was passiert, wenn besorgte Bürger eine Mahnwache abhalten nach einem tragischen Vorfall? Was passiert, wenn Kundgebungen oder Informationsveranstaltungen Inhalte vertreten, die der Regierung nicht gefallen? Die Antwort auf alle diese Fragen ist dieselbe. Es gibt Gegendemonstrationen. Ist das aber demokratisch? Selbstverständlich hat jeder das Recht, sich friedlich zu versammeln. Das garantiert das Grundgesetz. Ist es aber demokratisch, wenn jemand versucht, durch Gegendemonstrationen die Meinung Dritter auszublenden? Ich denke, hier muss mal verdeutlicht werden, dass jeder, der mit der Position, die auf einer Demonstration oder Kundgebung kundgetan wird, nicht einverstanden ist, ebenfalls das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Leider ist erkennbar, dass die Initiatoren von Gegendemonstrationen sich nicht auf Meinungsäußerung beschränken, sondern auf Gewaltsexzesse zurückgreifen. Immer dann, wenn es anfängt, dass unter den friedlichen Demonstranten auch vermummte Personen auftauchen, sind Krawalle nicht mehr weit, und dann verliert es auch den Boden der demokratischen Meinungsäußerung. Wer sich vermummt, hat etwas zu verbergen und sollte grundsätzlich sein Recht auf Teilnahme von öffentlichen Versammlungen also auch Demonstrationen nicht nutzen dürfen. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, wenn gewalttätige Gruppen, zumeist unter der Fahne der Antifa, das Recht auf Versammlungen Dritter, die deren Ansichten nicht teilen, versuchen gewaltsam zu behindern. Das Beseitigen von Werbeplakaten zu Veranstaltungen ist ein Diebstahl, das Zerstören von Wahlplakaten und das Einsprühen von Wänden einer Veranstaltungshalle mit Parolen ist eine Sachbeschädigung. Das Unterdrucksetzen von Wirten und Hallenbesitzern, die Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten zulassen, ist eine Nötigung. Dieses von Personen, die sich selber als moralisch hochwertiger einstufen. Die Verwendung von Rauchbomben und Buttersäure ist, wenn auch kein Leben davon bedroht ist, ein terroristischer Anschlag. Abgesehen von einer ebenfalls Sachbeschädigung, die eine vorübergehende Nutzung der Räumlichkeiten einschränkt, wenn mit Stinkbomben eine Verseuchung vorgenommen wird. Nicht zu vergessen die Reinigungskosten. Ein Video zur linken Gefahr findest du oben unter dem i. Unter dieser Berücksichtigung meine ich, dass das Recht auf Versammlungen eingeschränkt werden müsste. Wer öffentlich unter dem Schutzmantel der Versammlungsfreiheit Straftaten verrichtet, also Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen, oder wer versucht durch Drohungen andere an ihrem Recht zu hindern, sollte an solchen Versammlungen nicht mehr teilnehmen dürfen. Genauso wer vermummt bei solchen Veranstaltungen und Versammlungen auftaucht. Schließlich sagt das Grundgesetz nur eine friedliche Versammlung zu. Sitzblockaden sind ebenso eine Nötigung, und solchen Personen sollte das Recht auf Versammlungen entzogen werden. Es wäre vielleicht sogar ratsam, einen Straftatbestand einzuführen, wenn jemand einem Bürger sein Recht auf grundgesetzlich zugesicherte Rechte absprechen will. Wenn es nicht schon traurig genug ist, dass für demokratisch legitimierte Versammlungen und Veranstaltungen eine Polizeipräsenz vonnöten ist, so ist der Angriff auf Polizeibeamte nicht entschuldbar. Wieder von diesen vorgenannten Personen, denen meiner Meinung nach, solange sie sich nicht an die Gepflogenheiten halten, das Versammlungsrecht aberkannt gehört. Ein Video zur Polizei findest du oben unter dem I. Dieses Verhalten Schreckt nämlich Personen ab, die teilnehmen oder sich vor Ort informieren wollen. Wer als erstes eine Versammlung angemeldet hat an einem bestimmten Ort, muss die Gelegenheit bekommen, seine via Grundgesetz zugesicherte Versammlungsfreiheit auch zu nutzen. Gegendemonstrationen haben mindestens 2000 Meter Abstand zur Erstanmeldung zu halten. Wer sich nicht daran hält, Müsste strafrechtlich verfolgt werden. Dieses sollte zumindest schon mal eine Untersuchungshaft für alle Gegendemonstranten mit sich führen. Dieses auch, wenn am Ort des Erstanmelders ein Schaden verursacht wurde. Zum Beispiel Graffitis, die auf die Gegendemonstranten zurückzuführen sind. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche und ein schönes viertes Adventswochenende. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt. Oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.